zurück zu After Dark mit einem neuen Spiel. Nicht mehr das alte, das doofe, langweilige. Und bei dem wissen wir sogar den Namen? Ja, Cry of Fear. Sehr gut. Aufgepasst hast du. Ja. Okay, machen wir mal weiter. Ja. Wir sind immer noch beim Fahrrad. Genau, nach einer kleinen Fototour, die sehr schrecklich war, suchen wir jetzt eine Zahlenkombination. Okay, warte, war ich nicht hier schon mal? Ich glaube, du warst. Warte, ich bin doch gerade. Parallelstraße, die genauso aussieht. Ach so, okay, die sehen alle genauso aus. Ich dachte schon, das ist so ein Psychospiel. Genau, wir suchen nach einem Zahlencode, weil wir an eine Tür gekommen sind, die verschlossen war. Mal wirklich, und wo was ist da? Help Me drauf stand. Ja, und wir sind natürlich ganz freundliche Menschen mit einem Messer und versuchen denjenigen zu helfen, wenn er schon mit Blut nach Hilfe schreit. Okay. Aber gar nicht wo lang. Wir sind einfach in so einer coolen Gegend. Und du hast gesagt, ich soll mit der Tür interagieren. Ja. Da schauen wir mal. Ja, ich hoffe, das ist aber wirklich. Oh Mann. Ich hoffe, das ist aber auch wirklich nicht so gemacht, dass man irgendwie kleine Zettelchen auf dem Boden irgendwie umdrehen muss, um an diese Zahlen zu kommen. Aber wir haben eine Waffe. Yay. Ja, aber es ist auch nur ein Messer. Okay. Und wir haben den Fernseher lauter gemacht. Jetzt ist auf jeden Fall einiges lauter. Ja, ich finde aber das Setting ziemlich geil gerade. Ja. Warte, da, man konnte in das Haus gucken. Warte, find a code of the Peddler. Okay, aber ich hab ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht auch einfach zu weit rennen. Und quasi uns auch ein bisschen. Okay, verrennen. Oh Mann, was ist denn das an der Wand? Okay. Man hört eine Uhr tickern, das mag ich nicht. Ja, Uhr ticken ist halt wie so Kindergelächter oder Kindergeschrei. Oh. Alter, Josin, also ein Passwort. Ah, da steht eine 14. Schreck mich doch nicht so, ey. 98? Nee, hier steht sonst nichts. Wollen wir wirklich hier alles nachgucken? Also mit B konntest du ja auch irgendwas. Ja, mit B kriege ich quasi. Okay, das war wieder Computer aus Versehen. Mit B kriege ich quasi das Missionsziel angezeigt. Achso, ich hab's. Okay, das war nichts. Da können wir nicht lang. Schon mal sehr gut. Oh Mann, was ist das nur? Irgendwie bei Bloodborne. Ich hätte hier nach Zombies auch irgendwie ein bisschen weiter an, aber. Oder? Oh, da ist ein Zettel. June Summer. Das könnte zum Beispiel das Passwort sein. Archiv. Okay. Hör auf, gegen die Wände zu schlagen, ey. Schreckt dich das? Ja, ich denke immer, was für ein Scheiß ist das jetzt? Okay. Noch ein Zettel. Sehr gut, Zettel. Was? Dora David. Okay. Das sind zu viele R's. Ja, aber das hört sich doch nach User und Passwort an. Alter. Du scheiß Wind, du. Kann man mit dem interagieren? Nein, kann man nicht. Okay, mal gucken, was wir für Krankenkram jetzt auf diesem Rechner finden. Dieser Wind da draußen hört sich wirklich an wie komisches Zombie-Geräusch-mäßiges. Was war das? Dora. Noch ein R? Sicher? Ja. Dora David. Und das war June Summer. Ha! 6616. Merken? Hast du das Geräusch gehört? Ich glaube, da ist ja aufgegangen. Ich will aber nicht mich umgucken. Aber was hat denn die 14 da auch noch zu tun? Also unten. Oh 6, Mann! 6, 6. Okay. Okay, da ist irgendwer vom Fenster. Das ist nicht cool. Die Tür ist offen. Das ist auch nicht cool. Alter.
hier runter. Wie kommt mir das dunkler vor als gerade eben? Das ist, kommt alles gruseliger vor. Einfach laufen, einfach laufen. Ja, 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 ich will mich gar nicht umgucken, ich will einfach nur durch. Die Tür ist auch offen, die war doch gerade eben nicht offen. Wenigstens eine verschlossene Tür. Wassertropfen. Kam er von hier? Ich weiß. Doch, ich glaube, doch. Ja? Ja. An dieser Wand war Mirkus. Oh ja, stimmt, hast recht. Willkommen. Doch von hier kommen. Ah, ich frage mich, will ich diese Tür öffnen? Da steht Help Me. Okay, das war jetzt 6166. Oder andersrum? Okay, nee. Warte. Dann andersrum. Dann 6616. Schlau. Hätte ich, glaube ich, gar nicht versucht. Oh, ja, dunkler Keller. Ja. Ich kann put. Also, man kann drei Items sehen. Can press on, take weapon first. Okay. Irgendwas mit Waffen. Wenn die jetzt von Waffen labern, ne? Ja, das ist gut. Dann kommt doch bestimmt gleich was mit Waffen. Oh, ich will nicht. Wenn das keine Zwischensequenz wäre, ey. Ja. Mann, das ist jetzt echt einen guten Moment verpasst. Ich will durch diese Tür. Das habe ich auch Gänsehaut an den Beinen, das ist ja... So, okay. Jetzt hat der Typ den Hammer. Uah! Alter, geh weg! Der Hammer? Ich will den Hammer wieder zurück. Okay, ich hab nichts. Der sah voll komisch aus. Ja, so zombie-mäßig. Okay, jetzt wieder diese coolen Türen. Warte, da ist was. Eine Spritze. Eine Spritze, yeah! Ah, okay. Das ist eine Leiter. Ja, wir haben kein Signal und klettern deswegen weiter runter. Ja, vor allem wir kommen genau dahin, wo der Zombie herkommt. Oh, noch ein Hammer. Stech ihn ab. Ich will den Hammer. Den bekommst du nicht. Ja, wie kann ich die Spritze verwenden? Okay, cool. Okay. Ich bin gleich tot, shit. Ja.
Ich glaube, ich kann mir die Spritze irgendwie setzen. Okay, habe ich irgendwo. So, bla bla bla. 2D-Menü. Kann ich nicht. Ist irgendwo ein Inventar? Okay, was habe ich gemacht? Ich weiß nicht. Hast du den Tab schon versucht? Ah, Spritze. Equip. Oh, sehr gut. Okay. Immer speichern, wenn irgendwas passiert. Oh Mann, das ist jetzt. Oh! Messer ins Auge! Und noch ein Messer ins Auge! Wieso kann und Messer ins Auge! Messer ins Auge! Wieso kann er immer hauen? Oder ist er oh noch? Gott, da ist ja noch einer! Auch ein Hammer! Mann! Der Hammer scheint viel besser zu sein. Ja, wenn du Oldboy einmal gesehen hast, dann weißt du, dass Hammer top ist. Ja. Ich hätte gern ein Gewehr. So, wem sollten wir jetzt eigentlich hier helfen? Also wir, oder oh, war da war eine Spritze. Spritze, Spritze, Spritze. Mann. Oh Mann! Oh, du Penner! Er haut weiter. Alter, was? Hier gibt's keine Pause! Okay, das macht's wieder gruselig. Oh Mann! Habe ich so eine Dark Souls Ausweichrolle? Nee. Ich glaube, du kannst wirklich nur ran, schlagen und ran. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, irgendwas. Ich glaube, irgendwas ganz Schlimmes. Ich habe mich verlaufen. Weißt du noch, wo es dann geht? Da eine Tür auf jeden Fall. Ja, aber kam man nicht aus dieser Tür? So, da ist Wasser. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in die Leiter hochgeklettert sind oder aus der Tür kamen. Nee, ich glaube, wir kamen aus einer Tür, weil Safe Point dahinter war. Kam aus dieser Tür. Ja. Dann kamen wir hier lang, hier lang. Okay, dann müssen wir da lang. Oh. Okay, wie kann ich mein scheiß Handy benutzen? Okay. Ah, das ist eine Taschenlampe, sehr gut. Machen wir mal das Handy auf 1, Messer auf 2. Ja, an sich ist das Spiel gar nicht mal so verkehrt. Ja. Ja, du bist ja auch so ein kleiner Gangster, wenn du so ein kleines Messerchen hast und so, damit ah. Leute aufschlitzen kannst. Oh, ist nur ein bisschen hakelig von der Steuerung, aber... Ja, diese Hitbox-Dinger hat man ja auch am Anfang gesehen. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur an der Tastatur nicht so gut. Nee, es sind halt wirklich diese, siehst du, du kommst hier jetzt nicht vorbei, nur wenn du Millimeter genau dazwischen bist. Oh Gott! Und du bist schlecht an der Tastatur. Ja, ich bin auch schlecht an der Tastatur, das stimmt. Hast du gemerkt, dass wir immer näher aneinander kommen? Das hat natürlich nur was mit dem Spiel zu tun. Ich glaube, wir werden gleich erschreckt von der Regie. Ja. Regie macht das echt schlecht. Ich glaube, die wollten nur unsere... Achso, dass wir näher rankommen, ja. Okay. Also am Anfang saßen wir, glaube ich, so und jetzt sitzen wir schon ja, aneinander. Vielleicht kommen sie noch mit der Kisscam. Ich hab einen Hasen zum Küssen. Oh Mann! Ich glaube, da muss ich gar nicht hoch.
Muss ich da hoch? Weiß ich nicht. Gab es auf die andere Seite noch irgendwas? Ich dachte, da muss ich vielleicht auch gar nicht hoch. Ich bin einfach da ging ja auch noch ein Weg lang. Oder nicht? Hier ist nur. Hier ist nur dunkel. Hier ist nur dunkel. Ja, dann müssen wir doch da lang. Musst du da lang. Und springen. Und durch die Ecke. Und durch die Ecke. Okay. Und spring nach vorne. Und spring nach vorne. Ah! Und nochmal. Und springe nach vorne. Und springe nach vorne. Nochmal springen. Ha. Okay, jetzt bin ich drauf. Nicht runterfallen. Okay, wo jetzt da hin? Da links, da. Hast du jetzt gewinnen? Ich... Willst du übernehmen? Ein Versuch hast du noch, dann mach ich jetzt. Aber ich scheitere genauso. Okay. So, und... Nochmal springen, ich glaube, du bist immer noch nicht drauf. Jetzt bist du drauf. Nochmal springen. Oh Gott, jetzt im Himmel. So, jetzt mach du mal. Jetzt reicht's mir. Ja, du kriegst das Ding. Oh. Lächerlich genug gemacht für eine Hand. So, hier springen. Okay, gut. Was bekomme ich, wenn ich es auf Anhieb schaffe? Verdammt. So viel dazu. Ja, jetzt kann ich mir natürlich was ausdenken. Ich würde 5.000 Cent bekommen. Nein! Alter, ist das scheiße, Alter. Die mussten auch wissen, dass es da so eine Frickelei mit den Hitboxen geben und dann sowas zu bauen. Siehst du doch, wenn du das... Das Spiel testest du doch durch, dann, wenn du auch irgendeine Passage gebaut hast. Alter, echt jetzt? Bin ich hier schon runtergefallen? Stecke ich hier fest? Also echt? Oh. Ich kann hier unten lang gehen. Ja. Ihr könnt so eine... Wir haben noch diese Nerdquiz-Doodle-Musik, dieses dumm, 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 dumm. Das könnte man auch hier einspielen. Oh. Komm mal da lang. Ey, das wäre ein Witz. Ja, das ist cool, dass du das Messer wechseln kannst. Oh, jetzt kommt. Sollen wir noch dahin? Ja. Ich fall da gleich runter. Okay. Jetzt ich häng hier irgendwo. Ja, ich weiß, das ist diese dumme Hitbox. Spring. Ich spring gerade. Fällt runter. Nee, das war meine Rolle. Okay. Move, irgendwas. Okay, jetzt. Sorry. Okay, pass bloß auf. Vorsichtig. Da ist gleich die Leiter gleich geschafft. Alter, ich drücke nur einmal nach vorne und der geht 2 Meter. Gleich geschafft. E. Drück E. Versuch's. Oh. Geschafft. Was? Nee, oder? Wie? Das war's? Nee, ich muss noch weiterlaufen. Oder nochmal. Ne, ich meine ja mit der Leiter. Ja. Okay, da rein, oder? Das ist so dunkel hier. Du hast so eine Taschenlampe. Ja, dann muss ich wechseln. Willst du weitermachen? Ja, soll ich? Du kannst ja bis zur Werbung... Aber diese Cutscenes, die verderben es ein bisschen. Ich weiß, du kannst noch ein bisschen weitermachen. Und muss wahrscheinlich wieder gleich kämpfen. Ich sterbe gleich dann. Aus das Kämpfen schon raus. Alter, die ist... Wieso weiß diese Person, wo wir sind? Ja, wieso hat sie unsere Nummer? Und das außerdem? My secret note. Ach, da unten steht sie auch. Nee, nicht wirklich. Oder doch? Playing in the States of First Kids.
Was? Okay. Okay. Creepy Geschichte. Okay, wir müssen jetzt in den zweiten Stock. Sind wir in der Irrenanstalt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur eine Bruchbude. Oh Gott im Himmel. Alter, ein creepy Kind. Mit zwei Messern. Mit zwei Messern. Du machst die Tür kaputt. Töte das verfickte Kind. Alter. Oh. Okay. Nimm den. Nimm den. Spiel, wo wir Kinder umbringen. Nimm den Kochtopf zum Hauen. Das wäre geil. Den? Den Kochtopf, den da. Oder Pfanne. Nee, kümmern nicht, kümmern nicht. Lass uns hier nichts Lustiges machen. Hier, welcher Film bin ich? Chin, chin, chin. Oh, warte, gibt's hier vielleicht einen Medikamentenschrank, irgendwas? Nee, gibt's nicht. Creepy Kinder sind sowas. Eine Cola. Da stand sogar Cola drauf, oder? Mhm. Ach, Holzlatten, mein großer Feind. Ah, wir sind im zweiten Stock. Wo müssen wir? Wir müssen im zweiten Stock. Da, in die Spritze. Ah, genau das. Puh, ist das laut. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu laut gemacht, aber... Ja, passt schon. Erschrecken wir uns öfters. Die Erschrecker bleiben irgendwie schon überraschend lange aus. Ich fand das Kind gerade ein bisschen... Okay, nicht erschreckend, aber... Ja, aber das ist zu früh gestartet. Das hätte ruhig ein bisschen... Ich war mir nicht sicher, liegt da jetzt einer? Bilde ich mir das nur ein? Oh Mann. Okay. Oh Gott! Creepy Kinder und gruselige Gänger passen super zueinander. Da, warte, geh mal ein bisschen zurück. Ja. Die Tür da. Ist das? Ja. Nee, das ist halt so eine versperrte Tür. Ich dachte, das wäre so eine Irrenanstalt. Will ich hinter diese Tür? Oh Gott sei Dank. Oh nein. Okay, was war das? Okay. Irgendwas atmet da. Ich will. Oh nein. Okay. Wir haben das Psychopathenzimmer gefunden. Sehr gut. Kannst du aus dem Fenster raus? Oh Gott! Oh nein! Das hört sich... Oh. Das sind Schritte. Ja, ich weiß, das sind Schritte. Dings, dein Handy. Ja, ich mach schon... Oh Gott. Du kannst dich spritzen einsammeln. Aber du hast doch gegen irgendwas geschlagen. Ja, ich habe einfach nur Wind um mich. Ja, aber das hat sich angehört, als ob du. Das könnte auch die Wand gewesen sein. Da war noch eine Spritze. Hä? Da rechts. Wo? Rechts. Nein, nach da. Ja, jetzt da geradeaus. Da in der Ecke, in der rechten Ecke. Nochmal da. Da. Ah, okay. Bei den. Achso, nee, das ist ein Stift. Echt? Ich habe gesehen, dass da irgendwie ein Schlüssel oder sowas ist. Oh Mann. Ach du Scheiße. Oh nein! Nimm dein Messer! Okay, das ist tot. Da war gerade was. Nimm dein Messer! Ja, aber das ist das Licht aus.
Oh ne, ist es weiter? Oh cool. Oh, oh Gott. In den neuen Räumen ist einfach nichts Gutes. Ich weiß schon gar nicht mehr wohin. Oh, das war gerade zu. Nee, warte. Nee, aus dem Scheißzimmer sind wir gekommen. Zurück. Achso. Ja. Aber ich glaube. Hier. Nee, ist immer noch zu beschlossen eigentlich. Also ich glaube, ich habe gerade sowas wie einen Schlüssel aufgehoben. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Ich bin auch verwirrt, wo wir gerade sind. Kommen wir nicht von hier, vom Treppenhaus? Ich meine, ich habe aber... Warte, ich guck mal ins Inventar. Ah. Gehen wir an die Tür da hinten, oder die auch. Ja, dann muss ich erst das Handy ausmachen. Nee. Okay. Gehen wir dann zu der anderen Tür, da war ja noch eine, die verschlossen. Mhm. Hier. Die hier, glaube ich, oder? Ich glaube. Oh Gott. Da kam, glaube ich, die furchtbare Lache vorhin her. Jens! Falsche Genre-Regie. Nee, da waren wir doch, hier waren wir. Stand aber nicht, wir haben es frei gemacht. Jetzt bin ich aber auch verwirrt. Ja, hier waren wir. Ah, oder warte. Versuchen wir jetzt nochmal. Okay, hier waren wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier sein will. Wenn ich ehrlich bin. Oh Gott! Stirb, du dummes Kind! Und wieso haben wir immer zwei Messer? Oh, weil das Kinder sind? Oh. Oh nein! Verreck, du dummer Typ aus dem Bett! Ja, ist ja gut. Okay, Werbung.